Willkommen zu einem neuen Video. Im Hintergrund werdet ihr jetzt ein Gameplay sehen. Genießt es. Da waren ziemlich kranke Kombos bei und ich habe, glaube ich, keinen einzigen Fight in der ganzen Aufnahme verloren. Und ja, ich habe versucht, das Live-Commentary zu machen, aber ich hatte nur Schwitzer drin und dann war entweder der Gameplay oder Commentary scheiße und ich wollte halt beides ganz gut haben. Also, ganz kurz, wenn ihr mir jetzt noch eine Freude machen wollt, folgt mir doch super gerne auf Twitch, ist es unten verlinkt. Ich wollte da wirklich jetzt mal langsam mit Livestreams durchziehen, aber in letzter Zeit, ich stream auch wieder mehr. Vor allem gestern hatte ich einen Stream, der richtig gebockt hat, wie schon lange keiner mehr. Also, wenn ihr mir da eine Freude machen wollt, folgt mir da, schaut einfach mal rein, wenn ich live bin, chattet ein bisschen rein, würde ich mich mega drüber freuen. Dann, worum es in diesem Video geht, was wahrscheinlich schon im Titelstand war, was ich so im Nachhinein zu meinem Uploadplan sagen kann, was ich davon selber gehalten habe, so sage ich jetzt mal. So, und da muss ich sagen, ich fand es eigentlich, offen gestanden, einigermaßen entspannt. Aber erst am Ende offen gestanden. Also erst am Ende der Ferien. Weil am Anfang der Ferien hatte ich halt, ich wusste, wenn ich nichts im Vorhinein mache, dann habe ich nichts spätestens ab dem Zeitpunkt mehr, wenn ich im Urlaub bin. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, mache ich mal einen Uploadplan, weil da habe ich dann halt irgendwo den Druck, dass ich das dann bis da und dann fertig haben muss. Und das hilft dann so ein bisschen. Und ja, das muss ich sagen. Ich wollte nicht nur Minecraft machen, ich wollte nicht nur CSGO machen. Und ich muss sagen, ich finde eigentlich so die Abwechslung ziemlich gut, die ich da jetzt so reingebracht habe. Aber, was ich halt sagen muss, ist, ich hatte, bis auf das eine Wingman mit Paul, was, vorgestern angekommen ist, glaube ich, alles schon fertig, was CS war. Und daran habe ich extrem lang geschnitten. Also ich habe bei den CS-Videos, es war immer eine Runde aufgesplittet und ich habe an dem kompletten Dings, also so an dem Zweiteiler jetzt zum Beispiel so, habe ich irgendwie 16 Stunden oder so dran geschnitten und an dem anderen auch so viel ähnlich. Also ähnlich viele Stunden so. Und ja, so, ich hätte es nicht geschafft, hätte ich die nicht schon irgendwann mal fertig gemacht. Also so immer stückweise so nach und nach fertig gemacht. Und so, dann hatte ich auch noch mit den Random Games einen Struggle. Minecraft war nicht so das Problem. Minecraft habe ich inzwischen einen ganz guten Workflow, habe ich aber trotzdem ein paar Stunden dran gearbeitet. Aber an sich habe ich erstmal einen ganz okayen Workflow in Minecraft. Aber mit den Random Games habe ich extrem gestruggelt. Und das lag daran, dass ich zwei Random Games fertig hatte. Und ich spam immer speichern beim Schneiden rum. Also daran kannst du liegen. Und plötzlich hat sich Sony Vegas komplett zerschossen und mein komplettes Projekt war weg. Mein komplettes Projekt, meine beide Random Videos, die ich fertig hatte. Random Videos sind etwas, woran ich lange schneide auch. Also man hat das bei vielen Videos gesehen. Ich habe teilweise für 2 Sekunden Video, habe ich teilweise, wenn ich irgendwo eine Idee hatte, so und so kann das aussehen, paar Stunden dran geschnitten. So, und letzten Endes, worauf ich jetzt einfach mal ganz kurz hinaus will, ich werde das jetzt in der Schulzeit oder sowas nicht mehr so hinbekommen. Weil ich komme jetzt in die Q1, alles was ich da verkacke, verkacke ich fürs Abi. Ja, ich kann euch nicht sagen, wie es genau weitergehen wird, aber, perfekt, ich bin jetzt raus mit den Aufnahmen, finde ich super. Aber was ich euch sagen kann, ist, ich werde es definitiv nicht mehr so wie in den Ferien hinbekommen, weil in den Ferien saß ich teilweise bis 4 Uhr morgens am Schneiden dran. Und dafür habe ich halt einfach nicht die Zeit. Aber nichtsdestotrotz, ich werde weiter versuchen zu machen, was ich machen kann. Ich werde versuchen, auch Random Games als Reihe auf meinem Kanal weiterzuführen. Ich wollte mich bei allen Leuten, die gestern im Stream dabei waren, nochmal, falls ihr das seht. Danke, Leute, der Stream war echt richtig geil, der hat Bock gemacht, wie schon lange keiner mehr. Und ich wollte mich einmal ganz kurz bei Widow Eco bedanken, dass sie mir immer so auf Twitter oder sowas nettes Feedback und sowas zu meinen Videos da lässt und mir sagt, wenn es ihr gefallen hat, etc. Also nochmal Riesendank geht auch an dich raus, wenn du das siehst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich versuche jetzt meinen letzten Ferientag zu genießen und mich nicht aus dem Fenster zu stürzen, weil ich morgen wieder in die Schule muss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, falls ihr noch Ferien habt. Fickt euch. Ciao.